herzlich willkommen zur Pitchers Minute. Hallo Gemeinde, heute an Ostern habe ich gepredigt. Ich wünsche euch frohe Ostern und der Herr ist auferstanden. Ich durfte predigen über das Thema Jesus ist das volle Leben. Weil wir alle streben nach einem vollen Leben, nach einem guten Leben. Und vielleicht sind das Dinge für dich wie Familie, wie Erfolg zu haben, eine Karriere, finanzielle Sicherheit oder was auch immer. Aber ich glaube, da ist mehr, was ein volles Leben, ein erfülltes Leben ausmacht. Es sind nämlich Sachen, die dich auch durchtragen in Krisen, die dir Halt geben, wenn wirklich nichts anderes mehr hält. Und ich habe drei Punkte, die ein volles oder ein gefülltes Leben ausmachen. Das erste ist eine Berufung, eine Überzeugung für etwas Größeres. Wenn du dich anfängst, in etwas anderes zu investieren als dich selbst, wird es dir auch Glück geben und wird dich erfüllen. Der zweite Punkt ist Familie, es sind Beziehungen, es sind Gespräche mit Freunden, Zeiten mit Freunden, die uns einfach durchtragen auch in schweren Zeiten und die uns so viel mehr Lebensqualität geben. Und das dritte, das ist das Wohlergehen meiner Seele, habe ich das gehört. Dass es dir nicht nur körperlich und finanziell und sonst wie gut geht, sondern in deinem tiefsten Inneren, dass es dir da gut geht. Und wenn wir, die Frage ist, wie bekommen wir dieses volle Leben? Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Wenn ihr hier diese Tischtennisbälle seht, die stehen sozusagen für all das Gepäck, was wir mit uns rumschleppen. All das, was uns abhält davon, ein erfülltes Leben zu leben. Das sind vielleicht Sachen, die du irgendwie lieb gewonnen hast und gar nicht loswerden willst, aber die dich eigentlich nur behindern. Wie zum Beispiel Stolz oder auch einfach Sünde, in der du festhängst. Vielleicht sind es auch falsche finanzielle oder falsche Sicherheit an sich, Dinge, an denen du hängst. Und vielleicht sind es aber auch Sachen, die dir angehängt wurden. Es sind Verletzungen, es ist Frustration, es ist vielleicht Bitterkeit, Depression, was auch immer dich abhält davon, ein Leben in Fülle zu führen, vielleicht Krankheit. Und das Ding ist, wenn wir den Schritt auf Jesus zumachen und wir sagen, Jesus, ich gehe durch, ich nehme dich in mein Leben auf, dann fängt er an, unser Leben zu füllen, mehr und mehr, wie dieses Glas hier. Und am Anfang sieht man vielleicht noch gar nicht so viel, aber irgendwann fängt es an, dass all das Gepäck, all der Mist in deinem Leben ausgespült wird. Und all die Angst, all die Depression, all das hat keinen Platz mehr. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Schwung hätte, würden die auch noch rausfallen. Manchmal braucht es den Heiligen Geist, der noch den letzten Schub gibt. Und dann hast du ein erfülltes Leben. Das Ding ist, wenn der Kram, der versucht, dich abzuhalten, zurückkommt, er bleibt nur an der Oberfläche. Du kannst drücken, wie du willst, der Teufel kann versuchen, was er will. Der Kram wird nicht mehr Teil von dir, sondern es bleibt an der Oberfläche und vergiftet nicht dein Leben. Hey, ich möchte dir einfach die Frage mit auf den Weg geben. Wo in deinem Leben schleppst du Gepäck mit dir rum, was dich davon abhält, ein volles Leben zu führen? Du kannst es ans Kreuz bringen, du kannst es Jesus geben. Er ist gestorben und auferstanden, um dich frei zu machen, um dir ein erfülltes Leben zu schenken. Mach das einfach praktisch. Vielleicht, wenn du schon merkst, wo das Gepäck ist, sag mal, ich gebe das Jesus, gib es ihm ab. Oder bring das mit in deine Kleingruppe oder in deinen Freundeskreis und sag, komm, ich muss hier mal was abgeben. Gepäck loswerden, was ich mit mir rumtrage. Ich wünsche euch frohe Ostern. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.